Servus, ihr schlimmen Finger, Gnomenbrigade wieder hier. Willkommen zur fünften Episode meiner Herausforderung, von 0 Kupfer zu 1 Million Gold zu kommen. Ich schaue gerade, wie ich es jedes Mal mache, erstmal ins Auktionshaus, ob gerade noch Sachen verkauft wurden, ob irgendwie noch Geld reinkommt hier, in der Zeit, wo ich jetzt spielen werde. Natürlich werden wahrscheinlich auch Sachen verkauft werden, aber hier das Geld oder das Gold, ich sag mal Geld, gewöhnt euch dran. Ich rede halt. So rede ich, ja, genau. Also es wird noch ein bisschen Gold reinkommen. Jetzt gucke ich erstmal in meinem Briefkasten hier, was ist verkauft worden. Muschelfleisch sehe ich, einige Sachen sind zurückgekommen. Da wurde ich wahrscheinlich unterboten und dann kauft es einfach keiner. Jetzt ist auch gerade so eine Zeit, wird es ein bisschen lau, um so niedrigstufige Materialien reinzustellen. Da sehe ich aber hier wieder Steine verkauft, Steine ohne Ende verkauft. Also die rauen Steine und also alles, was man durch Erzabbau, durch Erzabbau bekommt. Und ich sehe hier Friedensblume verkauft, Silberblatt verkauft, Blitzdiesel verkauft, Silberblatt, Leinenstoff, alles weg. Das ist eine gute Sache. Schwer zu sagen, was da jetzt zusammenkommt. Ich schätze mal vielleicht 250. 250, konnte es nicht zusammenrechnen. Da kommt ja auch noch was. Kann natürlich Gegenstände sein, die zurückgekommen sind. Oder kann noch mehr Auktionen sein, die verkauft wurden. Oder mehr Gegenstände, die verkauft wurden. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich irgendwie hier zu Gold komme. So, was war das denn jetzt? Was haben wir denn noch? Grauer Stein, Beulengras, Wollstoff. Und hier Markus Königskraut. Hätte ich nicht gedacht. Das lief irgendwie ziemlich schlecht in letzter Zeit. Also ich habe es auch mit anderen Charakteren schon mal, oder mit einem Charakter verkauft. Ja, die weißen Gegenstände sind zurückgekommen, ein bisschen was Grünes. Der Kadettenumhang, das ist einfach genauso wie die Jüngerstiefel. Weiße Gegenstände laufen hier eigentlich überhaupt nicht, weil man die nicht transmogrifizieren kann. Das ist halt echt blöd auf meinem Server, aber gucken wir mal, was hier jetzt an Kohle zusammenkommt. Oh, das wird ein bisschen mehr, als ich dachte. Es sind, wow. Über 700 Gold. Das sind 718 Gold eingenommen. 718 Gold eingenommen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte vielleicht so 250, 300 gesagt jetzt. Das ist eine schöne Sache. Das heißt, ich habe jetzt den Spielraum und ich habe natürlich prozentual gesehen, jetzt eigentlich das meiste Gold eingenommen. Das war eigentlich mit der beste Lauf jetzt. Ich musste ja in der letzten Folge neue Taschen kaufen und einen neuen privaten Bank, ein neues privates Bankfach, um Sachen einlagern zu können. Das lässt sich nicht umgehen. Gerade wenn Sachen häufiger zurückkommen, nicht unbedingt gleich wegschmeißen. Erstmal eine Weile wegpacken, vielleicht für eine Woche oder für zwei und dann wieder reinstellen. Und gucken wir mal, was jetzt hier noch im Angebot ist. Mangelskönigskraut habe ich noch so ein bisschen. Ich muss mal die Taschen besser sortieren. Ich überlege gerade, ob ich die, wie ich die weißen Gegenstände loswerde. Ich könnte sie natürlich reinstellen, aber dazu bräuchte ich sie zweimal reinstellen und selber tragen und dann hier vom Auktionshaus rumkammeln damit. Das könnte man machen. Ich habe sie nie gepostet, also im Handelskanal, im Handelschannel, wenn euch das besser gefällt, um sie anzubieten. Ich biete sie trotzdem nochmal an jetzt, aber ich glaube nicht, dass sie weggehen werden. Das sind so Sachen, die stelle ich ewig und drei Tage rein. Weil ich jetzt auch nicht weiß, ob es hier Sets so gibt oder nicht. Also kann ich das nicht als Set anbieten. Es gibt Sets, solche Dinge zum Beispiel, weiße Sets, die ziemlich gut aussehen. Da gibt es ja so ein Set, wie heißt denn das? Barbarisches irgendwas, so ein barbarisches Set. Dann gibt es so ein urzeitliches Set. Das sieht halt so wieder tatsächlich wie Conan der Barbar mäßig aus. Ja? Wie so ein Höhlenmensch. Aber das hat irgendwie, hat das was. Es kann verkauft werden, wenn Leute wissen, dass wie das aussieht und dass es das überhaupt gibt. Und dadurch muss man es natürlich häufiger reinstellen und irgendwie zusehen, dass man es anpreist. Das ist halt das Wichtigste. Und das ist eigentlich das A und O an der ganzen Geschichte. Ich hoffe, dass jetzt der Rest hier auch geladen ist. Ja, ein paar Sachen kamen zurück. Gekauft habe ich nichts weiter, glaube ich. Das Erz kam zurück, das heißt, ich wurde unterboten, sonst wäre es verkauft geworden wären. So. Und das heißt, das Zeug muss dann neu rein für einen besseren Preis, vielleicht einen größeren Stapel oder erstmal weiterfahren und noch größere Stapel anbieten.
Ich mache es ja auch so, dass ich verschiedene Stapel anbiete, also mal 5er, 10er und 50er. Hier bin ich gerade wieder zurückgekommen. Ich weiß gerade selber nicht mehr genau, ist schon ein paar Tage her jetzt, was ich eigentlich drin habe. So, hier ist das Gold, auf das ich noch gewartet hatte. Also die Sachen, die am Anfang noch also frisch verkauft waren, beziehungsweise noch keine Stunde her waren. 9,13. Das schwere Leder war, glaube ich, 99, ja, genau. Und das gab es auch eine Kiste, weil ich selber habe ja keinen Beruf, um das Leder mir zu besorgen. Also ich habe keine Kirschnerei. So, jetzt geht es wieder daran, die Sachen reinzustellen. Eine besondere Taktik habe ich jetzt hier nicht. Außer so wie erstmal auch in den Videos davor. Mal gucken, dass die Preise vernünftig stehen. Dass irgendwie Sachen, die jetzt normalerweise auch wirklich 5, 6, 7, 8 Gold wert haben, nicht für mehr einige Silber drin sind. Entschuldigung, das sind da halt Sachen, die man aufkaufen muss. Und bei mir ist es auch so, ich queste ja noch. Das machen, glaube ich, einige nicht. Ich weiß nicht, wie viele jetzt so eine Herausforderung machen. Mir kommt das so vor, als wäre das so gerade ein bisschen angesagt. Ich weiß, dass ein amerikanischer Kollege namens It Skits auch sowas macht gerade. Aber er geht nicht questen. Er war irgendwie kurzzeitig draußen. Also am Anfang hat er ein bisschen gequestet. Dann hat er nur noch gefarmt, weil von Elvin und so. Um mit den niedrigen Materialien, also niedrigen Mats, die er hatte, diesen Lowy Mats, irgendwie Geld zu machen, um dann eigentlich nur noch zu flippen. Der ist eigentlich nur noch am Flippen, ist kaum noch aus Sturm und raus. Und ich mache das halt ein bisschen anders, weil ich in alle möglichen Gebiete kommen will und das Zeug auch selber farmen will. Und gerade bei meinen Berufen, ich habe ja Kräuterkunde und Bergbau, komme ich natürlich an vielen, vielen Vorkommen vorbei, ob jetzt Kräutern und dergleichen. Und natürlich angel ich auch noch, nicht unbedingt jedes Mal, aber auf jeden Fall, wenn ich so diese Wrackteile, diese Trümmerteile da irgendwo rumschwimmen sehe, weil da gibt es oft diese Kisten drin, die gibt es auch bei den Fischen, wenn man normal angelt, in den Schwärmen, aber auf jeden Fall bei den Wrackteilen, gut, da gibt es auch Würgetang mal und sowas und diesen Ramsey Rum, Ramsey Rum und so ein bisschen Alkohol, aber normalerweise halt auch Kisten, unter manchen sind richtig viele Kisten drin. Da kann man 6-7 Mal drin angeln und es sind 3 oder 4 Kisten drin, habe ich auch schon gehabt. Das ist wirklich verrückt. Hier erstmal Rezepte reinstellen. Ich habe welche verkauft gehabt, die ich auch bei Händlern geholt habe. Und zwar nicht bei jedem Mal, wo ich sie reingestellt habe, aber irgendwann haben sie sich früher oder später verkauft. Und die Einstellgebühr ist ja relativ niedrig. Und ich sag mal, wenn es einer kauft und ich vielleicht insgesamt per Einstellgebühr 2 Gold bezahlt habe und jemand kauft das für 80, 85 oder über 200, dann hat sich das gelohnt. Bei bestimmten Sachen, die ich nur für 5 Gold reinstelle, wo ich irgendwann auch schon bei 5 Gold Auktionsgebühr insgesamt bin, da stelle ich sie natürlich nicht mehr rein oder mache sie so günstig, dass sie einfach wegkommen, dass ich das nicht mehr auf der Backe habe oder haue sie echt beim Händler dann rein. Das ist aber wirklich die absolute Notlösung dann. Und das wäre es jetzt erstmal hier gewesen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Gameplay hier. Ich bin irgendwo unterwegs am Fliegen hier, wollte eigentlich, ich glaube, zum Rotkammgebirge. Da zieht mich jetzt hin. Zwischendurch kommt noch hier schnell meine Inni. Und zwar das Verlies, genau das Verlies ist es. Und ja, da hat es einer durch mit einem Affenzahn. Also ich allzu viel Schaden mache ich da nicht, aber da ging es mir auch nicht drum, denn ich sage, Hauptsache ich kriege irgendwelche Sachen, die ich wieder verkaufen kann. Darum geht's mir. So. Also, das war Episode 5. Wie gesagt, jetzt nichts Weltbewegendes, obwohl der Goldbetrag, den ich eingesammelt habe, heute ziemlich gut war. Eigentlich der beste bisher und ich hoffe, es geht noch weiter so. Es muss sich jedes Mal verdoppeln. So denke ich immer. Jedes Mal muss ich das verdoppeln, sodass ich irgendwann die Möglichkeit habe, gut zu flippen, also Sachen aufzukaufen, auch aktuelle Sachen, die jetzt noch benötigt werden, die jetzt noch einen Goldwert haben. Abgesehen von infernalischem Leder, das ist so tief gefallen, da werde ich gar nichts kaufen. Weil dann müsste ich ja alles aufkaufen und einen neuen Preis reinmachen und in der Zeit kommt schon wieder jemand und stellt es für ein Apfel und ein Ei rein. Also das würde ich jetzt nicht kaufen. Ja, also das war es erstmal hier gewesen. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ein Abo hinterlassen. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Wir sehen uns bei der 6. Episode. Meine Herausforderung, die ich mir selbst auferlegt habe, von 0 Kupfer zu 1 Million Gold. Fast 1000 habe ich ja schon, das ist ja schon mal was. Also haut rein, Leute. Viel Spaß noch beim Zocken. Bis denn dann. Ciao, ciao.
kann ich für euch tun? Auf dann! Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Schönen guten Tag. Auf dann! Ich muss näher ran. Ich kann dieses Ziel nicht verlieren. Das Licht sei mit euch. Das Licht segne euch. Schönen guten Tag. Schönen Tag auch. Braucht ihr etwas? Mögen die Reisen sicher sein.
Hallo. Schönen Tag auch. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Ziehe den Ehrenfreund. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Ziel. Ich habe kein Ziel.